Eisenplatten 20, bitte, danke. F. U. F. Was denn? Da ist Eisen. Gold? Nee. Aber du bist auch okay. Eisen. Du bist Eisen. Passt zwar noch, aber hier kann man auch schon wieder einen organisieren. Ich bin ganz froh, dass die Asteroiden keinen Schaden machen aktuell, ehrlich gesagt. Das wäre nämlich echt scheiße. Jo. Für den holen. So. Muss ja eigentlich hier noch ein Dings bauen. So ein Filter bauen. Damit ich, also ein Schieber hier für Eis eigentlich, weil da brauche ich das Eis, kann ich auch manuell reinschieben. Eis bitte. Hier kommt da raus. Hier kann ich dann jetzt auch nochmal hinbauen. So, dann habe ich zumindest die Kohlenstoff, grundlegende Kohlenstoffversorgung organisiert. Das Problem, was ich jetzt halt aktuell habe, ist, dass ich damit nur ein Kraftwerk aktuell finishen kann. Weil ich halt alles da hinten einmal herlaufe. Aber das, da kommen wir auch noch irgendwann zu. Erstmal vielleicht den Kohlenstoff ja erstmal reintun. Oder gibt es ja auch noch einen Output? Ne, es gibt nur den Strom, ne? Ja, okay. Eis soll dann erstmal hier rein. Ich habe für mich und meinen Sauerstoff erstmal genug. Das ist gar kein Problem. So, der Rest kommt dann hier rein. Auch fein. Hier habe ich richtig viel Eisen und richtig viel Kupfer. Aber immer noch kein Gold. Sammle 10 Wasser. Ja, müsste ich doch haben. Ach nee, dir fehlt noch Strom. Das ist... Warum habe ich mir gar keine Gedanken bisher drüber gemacht bei dir? Ja, hätte ja sein können, dass man es einfach drüber herbauen kann. Aber das wäre ja wieder zu einfach. Dann müsste ich doch jetzt Wasser produzieren. Das ist okay so. Und der Rest kommt dann hier rein. Das ist eh nur Kohlenstoff. So. Dann einmal du, einmal du. Dann. Du. Dann einmal du. Und einer, du und du. So. Hier bräuchte ich auch noch Strom für. Wasser habe ich jetzt. Das ist doch schon mal was. Sagst du mir jetzt? Ja, ich soll immer noch die Recyclingmaschine bauen, für die ich noch nicht genug Gold habe, weil ich ganze Zeit keine Asteroiden mit Gold finde. Ah. Wenn man vom Teufel spricht, dann haue ich den mal eben manuell ab. Ist ja egal. Hauptsache ich habe das Gold. So. Gehen wir mal eben hier wieder hin. Bauen das Gold da rein. Dann kann ich nämlich gleich den Verwerter bauen. So. Und ich kann jetzt auf jeden Fall die Fließbänder hier. Hier. Die sind jetzt falsch rum, ne? Naja. Kriege ich sofort auch noch. So. Und jetzt sollte ich auf jeden Fall noch einen Filter wieder bauen, wie du das eben auch schon erwähnt hattest, Thor. Indem ich alles, das Gold auf jeden Fall rausfiltere. Zum Beispiel in ein Lager rein. Das setze ich einfach mal hier hin. Erstmal Goldbarren rausfiltern und da brauche ich dann ein Lager für. So.
Soweit, so gut. Dann müsste ich jetzt dich hier in Ruhe hinsetzen können. Aber bevor ich das wirklich tue, nehme ich mir das Gold einmal manuell raus noch. Aber das wäre mir jetzt zu wertvoll, ehrlich gesagt. Dann gucken wir mal, was jetzt so hinhaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Im Kern müsstet ihr ja dann jetzt hier gleich forschen können, ne? Okay, es gibt unterschiedliche Forschungsdinger, die man halt so braucht. Ist ja fein, das kennt man ja. Wichtig ist, dass der ganze Kram jetzt erstmal hier reinkommt, damit ich Forschung kriege. Ja, das sollte aber erstmal. Das sieht doch. Okay, also. Kupfer. Nochmal Kupfer. Du. Kupfer. Also hier fliegt hauptsächlich auch Kupfer rum, ey. Kupfer. Du. Da ist Eisen. Da ist Eisen und Kupfer. Die Dinger werden auch. Irgendwie haben die mehr Ressourcen auf Dauer, kann das sein? Ah, guck mal, den ersten Ingenieurswissenschaftspunkt. Eisen und Eis. Da ist Kohlenstoff und. Dauert halt ein bisschen auf die Range, das ist halt einfach so. Okay. Jetzt kann ich aber den Wiederverwerter bauen, auf jeden Fall. Sollte ich vielleicht auch tun. Bist du aus nur Strom und hast dann Outputs. Dann würde ich dich, glaube ich, gerne einmal hier hinsetzen. So. Reden, genau, danke. Ich finde das halt doof, ich kann die halt nicht neu setzen. Ich muss die halt jetzt wiederverwerten. Alle, das ist halt kacke. Anscheinend. Aber ist okay, da kriege ich zumindest ein paar Ressourcen wieder raus. Hier werden Ingenieurspunkte gemacht, mit denen ich gleich forschen kann. Mit denen ich aktuell was forsche? Ich würde, glaube ich, erst das forschen. Jo. Sieht zumindest ganz gut aus. Du hast noch. Okay. Offensichtlich auch noch, du aber nicht. Du hast jetzt gerade den anderen auch reingezogen. Den ziehen. Und der erste ist schon wieder fertig, ne? Eisen komme ich nicht. Da komme ich an das Eisen dran. Okay. Ach, schön. Kohlenstoff kann jetzt gerade auch nicht, noch, eigentlich nicht schaden. Wasser kriege ich. Ja, Wasser kriege ich. Sieht zumindest sehr wasserhaltig hier alles aus. Würde ich Strom aus. Kohlenstoff fehlt mir hier noch. Ja, aber kriegen wir auch noch. Eins nach dem anderen. Ich habe jetzt hier wahrscheinlich viele Ressourcen drin, richtig? Oder kriege viele Ressourcen? Auch nicht verkehrt. Gold habe ich hier natürlich nicht. Der Rest geht durch. Eine Schmelze reicht auch vollkommen bisher. Well, also. Aber mal vollkommen. Eben neues Eis holen. So. Habe ich die Forschung schon? Ja, ich habe die Forschung. Automatisch fangen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann der Verteiler. Automatische Fangen stelle ich mir nämlich sehr, sehr wichtig vor. Echt. Weil dann wird die ganze Ressourcenproduktion halt automatisiert. Was ich persönlich ganz angenehm finde, aktuell. Okay, du hast noch. Muss ich halt nachher gucken, was das Ding kostet. Aber das kann ich wahrscheinlich jetzt schon gucken, ne? Kostet extrem viele von diesen Bodenplatten, aber das ist kein Problem. Ich habe das Eisen ja. Ich zwar jetzt aktuell nicht so viel Eisen nach, aber das ist ja jetzt erstmal nicht das Problem. Weil das ganze Eisen fließt halt hier rein für Ingenieurspunkte. Könnte ich aber auch mal maximieren, dass ich jetzt erstmal nur 20 mache und dann ist erstmal gut. So. Dann brauche ich, wie gerade schon erwähnt, nochmal 10 von den Platten. Dann kommen wir auf jeden Fall weiter. Also bisher macht mir das Spiel echt Bock. Das hat echt so ein bisschen was aus Space Engineers und
ja, Factorio einfach, logischerweise. Landwirtschaft, Pfade, Logistik. Hatten wir nicht eben auch noch was gesehen von, genau, Triebwerken? Nee, das, da brauche ich aber den Kram hierfür. Dafür brauche ich aber die Verteilerblöcke, ey, das geht sonst nicht. Meiner Meinung nach. Also das muss ich ein bisschen aufsplitten können. Aber da kommen wir ja auch hin. Wie viele Forschungspunkte habe ich denn von den anderen? Sehe ich das? 3 und 75 von denen. Bei mir hauptsächlich Kupfer fehlt aktuell. Okay. Dann holen wir uns da erstmal Eisen, weil mir Kupfer fehlt. Macht natürlich Sinn. Den holen. Du schnappst dir dann den. Sehr schön. Satisfactory. Dankeschön. Satisfactory. Ja, auf Satisfactory sehr, sehr ähnlich. Auf jeden Fall, ja. Aber ich weiß halt nicht, was das mit dem Ding... Oh, da ist ein Goldblock. Den sollte ich mir auf jeden Fall unter den Nagel reißen, irgendwie. Wenn der da schon gerade rumfliegt, dann... Da komme ich nicht dran mit dir. Dann aber wahrscheinlich mit dir. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, was dieser ganze Weltraumaspekt am Ende vielleicht noch für eine Bedeutung hat. Das kann ja auch noch eine wichtige Rolle spielen, einfach. So Richtung, keine Ahnung, kann ja auch Richtung PvP oder was weiß ich gehen. Ich muss mir dazu sagen, ich habe mir wirklich nur einen Bericht durchgelesen. Ich habe nichts zu diesem Spiel bisher gesehen. Gar nichts. So, mir fehlt hauptsächlich Kupfer. Wie viel Kupfer habe ich denn selber noch im Inventar? Eine ganze Menge. Kann ich das irgendwie aufsplitten? Nee, offensichtlich nicht. Ich habe das doch eben schon mal versucht aufzusplitten, oder nicht? Naja, hier kommt ja auch wieder Kupfer. So ist ja nicht. Deswegen geht das. So. Sollte ich hier schon mal vielleicht die Stromverbindung, kann ich ja schon mal machen. Natürlich alles ein bisschen Kauderwelsch hier, das ist mir auch klar. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das nachher mit dem Kohlenstoff... Vielleicht sollte ich hier die Brücke für den Kohlenstoff schon mal einbauen. Hätte ich vielleicht direkt machen sollen. Naja. Ist okay. Kann ja auch nochmal ein paar Kabel produzieren. Das ist ja jetzt auch nicht das... Ne? So, die Forschung ist fertig, richtig? Jawohl, geil. Kann ich gucken, ob ich nicht einen automatischen Fänger bauen kann. Bergbau. Automatischer Fänger auch. Kann ich den ersten hier vorne abreißen? Der fertig ist. Oh. Okay, ich reiß den ersten ab, der fertig ist. Das wird wahrscheinlich der hier hinten sein. Ne? Yep. So, dann einmal weg. Ich baue ich dann da einmal hin. Oh. Sag mir doch mal, was du kannst. Ah. Kann ich dich irgendwie filtern, worauf du zielen sollst? Ah, ich kann auch selber noch fangen. Okay. Ja, das ist okay, aber kann ich dich filtern? Oder fängst du jetzt einfach reihenweise alles? Also habe ich auch kein Problem mit. Mach. Immer noch besser, als wenn ich selber machen müsste. Aktuell. Ne? Ich halt drauf Ressourcen mit. Das ist schon mal viel wert, ey. Aber du kostest wahrscheinlich mehr Strom, ne? Ja. Okay, gucken wir doch mal, was mein Strom überhaupt sagt. Wie viel hast du noch? 47. Ich könnte theoretisch einen zweiten bauen, der den ich manuell vielleicht fülle. So ein bisschen. Hier, ne? Kohlenstoff. Ja. Ich muss nur noch irgendwie die Stromleitung da rauskriegen. Ja. Da ich ihn eh nur aktuell manuell befüllen will, geht das so.
Kohlenstoff habe ich. Egal, du kriegst sofort Kohlenstoff. Dann kann ich dich jetzt komplett vollpacken. Einfach, er chart nicht. Dann müsste ich doch jetzt wahrscheinlich irgendwo sehen, wie viel Strom ich habe, oder? Ja, weil du kriegst ja. Bei dir muss ich einfach nur manuell ein bisschen aufpassen. Aber das ist auch nicht das Ding. So, wie sieht's forschungstechnisch aus? Hab ich gleich, ne? Okay. Ja, cool. Sieht so aus. Kann ich da reinpacken und euch kann ich mir jetzt ziehen. Das ist natürlich nett. Da sind auch nochmal 5 Eisenplatten bei. Die nehme ich auch ganz gerne, ey. So. Also hier den Strom einmal noch legen. Und jetzt muss ich eigentlich darauf warten, dass der Verteiler kommt. Aber der kommt mit Sicherheit. Was brauche ich nochmal für einen weiteren von denen? Noch 7 Platten. Die kann ich aber bauen. Hätte ich schon 2 davon. Wäre nicht verkehrt. Auf jeden Fall. Ich lasse ich dann mal eben stehen und mit dir zieht, hole ich mir dann nochmal eben Kram. Irgendwas nah dran ist, wäre cool. Dich. Ich. Ja, und da habe ich die Forschung fertig. Das habe ich gerade gesehen. Gold, das ist auch cool. So, dann kann ich hier nämlich noch einen von euch hinsetzen. Ah ne, der Bau ist noch nicht fertig. Okay. So, aber jetzt habe ich die Verteilerforschung fertig. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ne? Genau, dadurch habe ich jetzt Eisenstäbe, Verteiler und Lagerraum gekriegt. Das ist natürlich auch nett. Also quasi ein Lager, aus dem ich mich bedienen kann. Machen wir mal das Scannen, weil ich nicht weiß, wofür das gut ist. So. Kann ich denn jetzt in Theorie dich wieder abreißen? Hier mal ein von hier euch bauen. Und sagen. Ah. Null. Okay. Frage ist jetzt nur, das würde mich jetzt interessieren, ehrlich gesagt. Was passiert jetzt mit dem Kohlenstoff hier? Wird der da trotzdem. Wieso falsch rum? Nee, der guckt ja so. Auch so gehen. Also, weiß ich nicht, aber bin ich ehrlich, also ich würde es gerne mal eben so testen. Oder meinst du, dass der Input von hier kommen muss? Kann sein. Wird Sinn machen, ne? Ja, okay, ich gebe dir recht. Okay. Aber nichtsdestotrotz würde mich interessieren, was dann mit dem Kohlenstoff passiert. So. Ja, es macht mehr Sinn. Ist okay. Nach links macht 0 und du sollst Eisblöcke hier. So, du bist ja schon Kohlenstoff. Gucken wir, was mit dem Kohlenstoff passiert. Du gehst einfach durch. Ja, das ist doch genau das, was ich haben will. Dann gehst du da durch und da rein. Und hier kann ich das nochmal filtern. Ist doch perfekt. Baue ich hier noch einen hin. Danke WhatsApp. Hab ich gehört. Kann ich ja hier noch einen hinbauen, der mir den Kohlenstoff nochmal filtert. Ne? Nach links wieder nicht. Wird Kohlenstoff filtern einfach nur. So, mal gucken, ob das jetzt so funktioniert. Ey. Warten's ab. Wir werden's sehen. Denke ich. Aber in Theorie müsstest du jetzt nach rechts gehen. Genauso. Perfekt. Ja, cool. Damit haben wir jetzt Möglichkeiten. Meiner Meinung nach. Ich habe doch noch mehr Platten gebaut gehabt, dachte ich. Ah, ich habe auch neue Fließbänder gebaut, ne? Okay. Verstanden. Glück.
Kann ich hier hinten ja auch machen im Kern. Indem ich das hier mache. Also mit Lagern mache. Ich habe doch auch so ein Lager gebaut jetzt hier, dieses hier. Kann ich hier ja auch machen, dass ich hier zumindest so ein bisschen abspecke, dass halt nicht alles da reinkommt, sondern nur ein Teil. Ja, nice. Hier habe ich nicht mehr viel Kohlenstoff, hier schon. Und ich kann aber doch jetzt auch einen weiteren von hier bauen. So. Du doch jetzt auch dir Sachen holen. So. Damit habe ich doch jetzt schon zwei, die sich automatisch Kram kümmern. Sollte hier aber dringend den Filter vorher bauen. Lager. Ist die. Nee, warte. Mit einem Lager. Ich bleibe dabei für eine Deko. Deko. Für eine Demo finde ich das bisher ziemlich. Also kann man schon spielen, so, weißt du? Eins. Drei. Das bitte mit Eisen und Kupfer machen. Dass ein Großteil hier hinten reingeht, weil ich brauche nicht so mega viel davon drin. Ich habe ja jetzt auch noch ein paar Forschungs. Ich habe das Scannen jetzt gemacht. Was mir das bringt. Okay. Haben wir denn noch so viele Geräte jetzt? Also, Wasserstoff hatten wir eben, Labor habe ich schon. Den Fabrikator. Noch? Ach, das Ding ist ja auch gar nicht riesig. Okay, der Fabrikator ist wahrscheinlich dafür da, um die neuen Sachen zu bauen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Also, um diese Sachen zu automatisieren, den Bau zu automatisieren von dem ganzen Kram. Würde zumindest Sinn ergeben, dass der dafür da ist. Ne? So. Du kommst aber noch hinterher. Ist fein oder ist eher nicht so fein? Habe ich hier denn noch Kohlenstoff drin? Kann ich auch hier mit reinwerfen. Den bitte. Seht ihr mal den bitte. Und du. Ja, dadurch, dass der jetzt, dass die hier so ganze Zeit fleißig dabei sind, sehe ich auch fast nichts mehr, was die ziehen können. Okay, ist natürlich auch gut. Mache ich jetzt mal. Schadet nicht. Aber die machen mir meinen ganzen Himmel leer. Mit den paar. Also, wie gesagt, schadet nicht. Aber ist trotzdem ein bisschen weird. Da kommt jetzt mal wieder ein bisschen Kohlenstoff ran. Das nicht aufsplitten kann, finde ich aber doof. Ging eben irgendwie, das wurde mir auch gesagt, aber ich finde es jetzt gerade nicht mehr. So, und hier kriege ich jetzt die Ressourcen rein. Ja, das ist doch fein. Kann ich nämlich gleich wieder ein bisschen nachproduzieren. Hier habe ich schon Gold drin ein bisschen. Ich glaube, euch ziehe ich doch einfach mal komplett einmal raus. So, und dann kann ich doch jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen wieder bauen. Fangen wir mal vorne an. Wir gucken uns mal eben an. Kann ich das hier produzieren oder muss ich das? Ich muss das in einem Fabrikator bauen. Okay. Ja. Okay. Also da mein ganzer Aufbau hier, ich nenne es mal liebevoll suboptimal ist bisher. Ich glaube, ich brauche auch nicht 1 zu 1. 1 zu 3 reicht auch hier. Brauche ja nicht so viel Sauerstoff. Oh. Sagte er und hat dafür keinen Sauerstoff mehr. Ne? Aber die ziehen sich einfach alles. Das ist ganz gut so. Da sollte ich mir auch noch ein paar mehr. Also die anderen beiden sollte ich mir auch noch eben damit machen. Eigentlich. Hier brauche ich nur mehr Platten. Vielleicht sollte ich aber, wie gesagt, vorher den Fabrikator bauen. Vielleicht hat er nämlich auch einfach ein besseres Angebot von wegen. Wie
ich Dinge bauen kann. Second what? Da ist Strom. Da ist Output, da ist Input. Hier ist nur Input. Doch hier auf jeden Fall den Strom haben eigentlich. So. Ich doch mal erstmal gucken. Ja, genau das dachte ich nämlich. Euch 8 ziehe ich da mal rein. Und ich würde das gerne aufsplitten wieder. Habe ich hier schon Kupfer wieder? Jo. Gehe ich euch nämlich da auch mit rein. Euch auch. Ich brauche hier nur noch Strom. Nicht schön, aber selten. Das kennt man doch, ne? Bei mir vor allem auch bei Infraspace. Das wiederum bedeutet für mich jetzt eigentlich, dass ich den hier immer eben umstellen kann und das zu 1 zu 10 machen kann. Eigentlich. Und hier einen hinsetzen kann. Also nachdem ich hier fertig gebaut habe, gleich kann ich dann einen hinbauen, der das hauptsächlich umroutet. Nach links nicht. Dich und dich. Ich. Nee, dich eigentlich nicht. Und du machst das bitte 3 zu 1. Ja, und jetzt muss ich eigentlich nur noch eben mir die Ressourcen hier wieder nehmen. Alter, 14 Stück sind ich auch cool. Ey. So, und dann wird das hier jetzt auch automatisch schon gemacht. Ja, geil. Und ich habe einen ganzen Batzen Ressourcen, um davon noch welche zu bauen. Auch eigentlich mal eben. Machen wir so. Hier habe ich ein bisschen was drin. Ja, ich weiß, ich sollte nicht alles nehmen, aber ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich es aufsplitte. So kann ich es halt komplett rüberziehen, aber das ist ja auch nichts in der Sache. Egal, ich krieg die Ressourcen rein. So. Ja. Dich reißen wir dann einmal ab, genauso wie dich. Und bauen dann 2 automatisierte hier hin. Für den zweiten fehlen mir aber jetzt noch 6 Platten, das ist aber auch fein. Oh, da ist ein Gold. Will ich. Egal, ob die durch den ziehen oder nicht, den will ich.